Genau, und hier müssen wir dann nicht die Hängebrücke nehmen, sondern einfach geradeaus laufen. Und da sehe ich doch schon eine Makibeere. Wie kommt die denn hierher? Nehmen wir natürlich gerne mit. Hier haben wir damals die kleinen Äffchen getötet, wo ich gar nicht wusste, dass die kleine Äffchen sind und dass die ganz harmlos sind. Sonst hätte ich die natürlich niemals getötet. Aber gut. So, was war hier noch Schönes? Eine Makibeere. Nehmen wir mit. Alles klar. Und da bin ich ja mal gespannt, was der gute O'Brien da eigentlich so verbuddelt hat. An Schätzen. Ich hoffe, der hat da ordentlich was an Gold drin versteckt in seiner Schatztruhe. Denn das können wir ja ganz gut gebrauchen. So, einfach mal draufschießen können wir auch. Bumm. Bringt zwar leider nicht wirklich was, aber hey. Und wenn schon. Ja, es wäre ganz toll, wenn wir erstmal das eine erledigen könnten, aber natürlich geht das nicht. Dazu sind wir einfach viel zu nobel. So. Okay, immerhin haben wir nicht zu viel Schaden bekommen. So, jetzt bitte einmal looten. Jawohl. Und hier auch nochmal. Proviant haben wir nicht zufällig dabei, oder? Oder? Doch, haben wir. Guck mal, dann kann ich mir den ja auch direkt auf den Shortcut legen. Da muss ich jetzt nämlich keinen Grog trinken. So, bin ich hier denn noch richtig überhaupt? Das sieht mir gerade nicht so aus, als ob es hier viel weiter geht. Ich hatte ja gehofft, dass hier eine Höhle ist. Hier sehe ich ein Skelett. Holzbein. Cool. Dann sind wir ja schon fast ein echter Pirat. 200 Ruhm bringt das. Das war offenbar eine Quest, die wir noch gar nicht haben. Aber umso besser. So, hier geht eine Höhle rein, aber ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon hin will. Wir können ja versuchen, hier rüber zu laufen. Die Betonung liegt auf versuchen. Hier geht es vielleicht lang? Komm schon. Tu dein Bestes. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da auch nicht wirklich hochkommen werden. Wenn wir schon mit den kleinen Absprüngen hier Probleme haben, dann wird das sicherlich nix. Aber wir gucken trotzdem nochmal in die Höhle hier. Speichern natürlich vorher, wie sich das gehört. Und das sieht doch nach einer Art Tempel aus. Ach, wie cool. Da wächst so ein Pilz auf so einer Blume. Das ist ja auch sehr interessant. So aus wie eine kleine Warze. Also eigentlich wie eine große Warze. Aber okay. Ach du Scheiße. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das? Hilfe. Oh Gott, war das eine riesige Spinne oder ein Skorpion? Es ist hinter uns her. Nee, es kommt offenbar nicht aus der Höhle raus. Oh, ich fürchte, dass. Ach, und das buddelt sich da ein. Grabspinne? Wir probieren einfach unser Glück. Was haben wir zu verlieren? Offenbar sehr viel. Das sieht mir nicht so aus, als ob wir die erledigen könnten. Ja, das ging jetzt relativ schnell. Okay, also mit der können wir uns bei weitem noch nicht anlegen. Da werden wir dann irgendwann gegen Ende des Spiels wahrscheinlich nochmal wiederkommen müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir der überhaupt irgendwas an Schaden gemacht haben. So, den Pilz nehme ich natürlich trotzdem mit. Und das war's dann aber auch hier. Okay, also offenbar kommen wir noch nicht zu diesem Schatz. Da müssen wir noch mal irgendwann später wiederkommen. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zum Piratennest. Gucken mal, ob wir da noch irgendwas zu tun haben. Aber offenbar kommen wir ja sowieso noch mal zurück auf die Insel. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so frei und begebe mich an Bord. Ich lege den Schwur ab. Dann mal runter mit den Klamotten. Was? Wir werden heute Nacht einen wahren Teufelskerl in unsere Mannschaft aufnehmen. Jeder, der zu meiner Mannschaft gehören will, muss den Blutschwur leisten. Blutschwur? Knotze, sprich mir nach. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für den Captain. Ich gebe mein Blut für den Captain. Wir teilen unser Blut, unsere Schätze und unsere Feinde. Der wir teilen. Ist ewig. Ein Leben lang und über den Tod hinaus. Willkommen in der Mannschaft. Jetzt trinken wir erstmal einen. Du segelst jetzt mit den Besten. Also, streng dich an, Kleiner. Nein, Jungs, ihr segelt jetzt mit dem Besten. Mag Lola dich noch? Ich glaube, sie hasst mich. So sind sie halt, die Weiber.
Du sagst es. Tja, nicht alle, aber... Ist zu gebrauchen. Stahlbart war schon mal leichter zu beeindrucken. Ja, ja, die gute alte Zeit. Ja, ja, immer was zu quatschen, diese Piraten. So, Entschuldigung, dass ich da eben reingelabert habe beim Schwur, aber ich dachte, ich spreche einfach mal mit. Und dann hat er einfach nicht mehr gesprochen. Tja, gut, wir gucken uns natürlich erstmal wieder um. Vielleicht liegt hier irgendwas Neues rum, aber scheinbar eher nicht so. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's, oder Leute? Hier, trink mal einen Schluck. Auf die bärtige Jungfrau. Ich schau mal, was die Kombüse so hergibt. Na, hoffentlich keine bärtige Jungfrau. Immer wenn der so redet, dann kriege ich Angst, dass der sich selber meint mit dieser bärtigen Jungfrau. Und dann möchte ich hier ganz schnell wieder weg. So, Pirat, ab sofort bist du dabei. Unser Ziel ist die Schwertküste. Wir machen uns bereit zum Ablegen. Als Neuer an Bord hast du die Ehre, den Befehl zum Ablegen zu geben. Oh, das ist ja wirklich eine ziemliche Ehre. Das macht doch eigentlich immer der Captain, aber gut. Du bist jetzt dabei. Also, hör auf den Captain und führ deine Befehle aus. Und steh nicht im Weg rum. Als ob ich jemals im Weg rumstehen würde. Ja, Patty, wir haben's geschafft, endlich! Na du, Pirat? Ich wusste, dass du es schaffst. Klar, auf zu neuen Taten. Der Alte will einfach nichts über seinen Schatz erzählen. Aber ich werde dranbleiben. Jetzt lass uns hier verschwinden. Verschwinden? Meinst du, wir zwei machen es uns irgendwo unter Deck gemütlich? Hey, nein, ich meinte uns alle. Ablegen, Segel setzen. Aber die Fahrt dauert ja eine Weile. Da findet sich bestimmt eine Gelegenheit. Oho, Patty, du kleines Luder. Okay, komm, Blake. Der Letzte, mit dem wir doch reden müssen. Aber mit dem können wir gar nicht reden, okay. Na, Patty, du hast wohl Gefallen an uns gefunden, was? Du kleine Piratin. Okay, wie können wir denn jetzt den Befehl zum Ablegen geben? Müssen wir doch mal mit Kapitän Stahlbart sprechen? Ich guck einfach nochmal hier hoch, der steht ja sicherlich am Ruder. Jawohl, dann würde ich sagen... Alles bereit machen zum Ablegen! Achtung! Wer gehört, ihr faulen Hunde? In die Wanden! Runter mit dem Fetzen! Klar machen zum Ankerlichten! Und wir segeln hinaus in die Nacht, wo uns keine Menschenseele vermutet. Hindurch durch das Riff, hinaus auf die weite See. Und hin zu neuen tropischen Gefilden, und das sieht ja schon wieder sehr schön aus, fast noch besser als Takarigua. Wow, die Inseln hier sind wirklich sehr schön. So, da sind wir also. Wenn Crow glaubt, er kann sich hier vor mir verstecken, hat er sich mächtig geirrt. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich wette, die Galgenvögel oben am Turm können uns weiterhelfen. Was für ein Turm? Hast du Muscheln auf den Augen? Da oben, das Ding mit den beiden Halunken drauf. Ich hab schon vom Meer aus gesehen. Mit denen werden wir fertig. Vermutlich. Aber wir sollten uns vorher mit ihnen unterhalten. Mal sehen, was sie uns zu erzählen haben. Ja, das könnte sich als nützlich erweisen. Tja, und wir haben noch eine ganze Menge, was wir hier besprechen können. Was erwartet uns hier? Abgesehen von Crow, blutrünstige Wilde und ein Haufen schießwütiger Protektoren, würde ich meinen. Klingt richtig einladend. Ei. Bin mal gespannt, wie Crow mit denen fertig geworden ist. Ach, das wird ein Spaziergang. Wir sind nicht umsonst die Besten. Was macht Crow so gefährlich? Eigentlich ist er ein Dummkopf. Ich glaube, er hat sich noch nie ein Buch von innen angesehen. Dann dürften wir ja leichtes Spiel haben. Unterschätze niemals einen Mann, der weiß, was er will. Schon gar nicht einen Mann wie Crow. Er ist wie ein Raubtier. Und wenn man ihn in die Ecke drängt, macht ihn das nur noch gefährlicher. Ja, das stimmt. Er mag dumm sein, aber deswegen ist er nicht ungefährlich. Warte hier. Hi. Gut. Bringt uns jetzt aber relativ wenig.
Komm mit. Komm mit. Kein Problem. So, toll. Gute 5 Sekunden. Ich hab noch Grog übrig. Ich weiß ja nicht, wozu Stahlbart jetzt wieder Grog braucht. Ich meine, der hat ja eigentlich schon genug gesoffen, sollte man meinen. Deswegen behalten wir jetzt erstmal unseren Grog. Was denkst du? Ich denke, wir sollten uns hier mal umsehen. Wenn wir hier Wurzeln schlagen, bringt uns das nicht weiter. Wir können es uns ja ein bisschen am Strand gemütlich machen, oder Schätzchen? Wie mache ich mich? Wenn es nach mir ginge, sollten wir nicht so viel herumtrödeln. Ich mach doch schon, was ich kann. Ja, aber mach es halt noch ein bisschen schneller, okay? Okay, Patty will gleich zur Sache kommen. Ich verstehe.